Sport TV 22, die Ski-WM der alpinen Jugend von 16 bis 21 Jahren hier in St. Anton am Adelberg. Und wir sind gespannt, denn es sind drei Österreicherinnen heute hier mit dabei. Zum einen die Viktoria Bürgler, die Lea Liebburger und die Magdalena Ranalter aus dem Stubaital. Und wir sind heute gespannt, sind sie mit dabei? Sie zwei hatten die Bestzeit bei den beiden Trainingsfahrten. Die Lara Colturi und die Emma Eichner. Emma Eichner gestern gestürzt. Wir sind gespannt, ob sie das mental wegstecken kann, ob sie so stark ist. Und auch mit dabei der Andreas Burlacher, der verantwortlich ist für die Damen, der Cheftrainer. Und er beobachtet heute hier bei dieser Ski-WM die deutschen Mädchen. Die Lea Liebburger und hier sind die Eltern und sie sind schon ganz gespannt, wenn die Tochter herunterfährt und ist man nervös? Ja, sehr. War Bauch? Oh, Jacqueline. Sie hat ein tolles Training gefahren. Verhofft sie sich vielleicht sogar die Medaille auf Stockholm zu kommen? Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Eine Medaille für Österreich. Die Lea Liebburger aus Vorarlberg. Von wo kommt sie denn genau? Von Schopenau. Von Mellau bis nach Schopenau. Daumen halten für die Lea. Von Mellau bis Schopenau bin ich gelaufen. Für sie haben wir ja, das sind die originalen Schopenauer. Und sie halten den Daumen für die Lea Liebburger. Und wir wünschen dir alles Gute. Der Fanclub aus Schopenau. Ja, Lea Liebburger, ein unheimlicher toller Fanclub ist heute hier, der angereist ist von Schopenau. Und jetzt der erste Einsatz bei dieser WM für dich. Wie ist es da gelaufen? Ja, leider nicht so gut. Aber ich bin froh, dass alle Freunde da sind und Familie. Ist richtig cool. Leider hat es nicht so abrufen können. Aber ja, morgen ist nochmal eine Chance. Ja, freue mich schon. Richtig auf der Heim dann auch. Und dann ja. Aber jetzt muss ich mich auf morgen konzentrieren, besser machen und dann wird es schon. War es extrem schwer heute? Nein, also die Piste war richtig gut. Von dem her ist es gut gegangen. Ich bin einfach nicht gut auf den Ski gestanden und ja, kann man nichts machen jetzt. Ja, Lea, morgen angreifen und alles geht gut morgen. Und dann wünschen wir dir alles Gute für morgen. Danke. Ja, und der Fanclub von der Lea Liebburger. Und jetzt werden wir es gleich sehen, die Lea Liebburger. Kann sie hier diesen... Und jetzt kommt sie herein und die ganze Familie und der Fanclub ist hier und die Lea Lippo leider B4 hier für die Lea Liebburger. Aber ein toller Erfolg für die Lea. Sich nicht ausgegangen für einen Stockerplatz. Ja, schade. Aber ich glaube trotzdem gut gefahren. Man hat das nicht alles gesehen von der Hunde, aber alles in allem glaube ich ganz okay gewesen. Mal passt schon. Ja, die Lea hat zu mir gesagt gehabt, sie ist noch jung, sie hat noch viel vor sich und da wünsche mir alles Gute für die Zukunft. Ja, so ist es. Ja, der Bruder von der Lea Liebburger und der Fanclub aus Vorarlberg. Ja, ein tolles Publikum hier. Die Schulen aus Flürsch, aus Bettneu, aus Inzing. Ja, Eicher Emma, eigentlich wäre sie die Favoritin und sie ist etwas enttäuscht hier. Die deutsche Emma Eichner, ihre Favoritenrolle heute nicht durchsetzen konnte. Jetzt mal B2 und es ist noch viel oben. Die Lara Colturi, die schnelle Albanerin. Ja, die Victoria, hier. Der erste Einsatz bei einer Ski-WM. Und wie war es für dich? Es war richtig, richtig cool. Es hat echt Spaß gemacht. Und mein Fahrt war eigentlich auch einigermaßen gut. Und ja, es hat echt richtig, richtig Spaß gemacht und eine coole Erfahrung. Und bist du zufrieden mit der ganzen Veranstaltung, mit dem ganzen Rundherum? Ja, sehr. Ich hätte mir nicht gedacht, dass so viele Fans da sind oder so viele Leute. Und es ist echt eine coole Erfahrung und ja, es ist wirklich cool. Geht es bei dir noch weiter? Hast du andere Einsätze auch noch bei der WM? Ja, ich fahre noch Super-G und Riesenslalom und vielleicht auch noch einen Teambewerb. Da wünschen wir dir alles Gute, viel Erfolg. Dankeschön. Ja, Magdalena, ganz gespannt schaust du jetzt auch auf. Die Lara Colturi kommt jetzt herunter und hat einmal eine Zwischenbestzeit. Und glaubst, geht es aus für sie? Ich glaube schon, sie ist eine total gute Skifahrerin. Und gestern hat sie es auch schon gezeigt. Ich glaube, es geht sich aus. Ja, schau, oh, jetzt ein kleiner Fehler, ein kleiner Schlag hat sie jetzt bekommen. Jetzt wird es ganz, ganz spannend. Also 50 Sekunden noch, also die letzten Meter noch jetzt am Steilhang herein. Ja, die Lara Colturi, 54, 55, 56, 47, ja klar. Oh, geschlagen, die Lara Colturi, Platz 4. Und es hat gewonnen heute grob Stefanie
Und wie ist es dir gelaufen, Magdalena? Ja, oben bin ich eigentlich zufrieden gewesen. Da hat es gut gepasst. Und unten bin ich einfach zu verhalten gefahren, ein bisschen passiv gewesen. Aber besser wie das Training und das ist schon einmal ein Schritt noch vor. Und das heißt jetzt, du bist morgen auch dabei? Ja, genau, morgen bin ich auch am Start. Und auch für morgen, was hast du dann vorgenommen? Einfach wieder Vollgas zu geben und dann schauen wir, was rauskommt. Ja, dann wünschen wir alles Gute, viel Erfolg für morgen. Dankeschön. Lara, so, what was your day today like? Tell us a little bit about your downhill skiing at the World Championships for Juniors. Yeah, I was feeling really good. Just in the last part, it was a little bit bumpy and icy, so I can't see really much also because it was flat, the visibility. So yeah, but I'm happy. So you're happy and you're going to start tomorrow for the Super G too? Yeah, it's another chance and then we will see for tomorrow. We'll be doing the GS and the Super G tomorrow. I will skip the slalom because I'm gonna go in San Vigilio for the World Cup races. Okay. So we wish you good luck for the races here and hope to see you tomorrow again. Thank you. Thank you very much. Thank you. Und geht sich das aus? Ja, es geht sich aus. Neue Führende aus der Schweiz, Stephanie Groch, 74 Hundertstel im Vorsprung. Ja, Stephanie Grob, sie meinte am Donnerstag noch beim Training, es ist Potenzial nach oben. Sie war Dritte und heute ist sie ganz vorne und hat die Goldmedaille in der Weltmeisterschaft der Junioren geholt hier in St. Anton am Adelberg. Ja, eine tolle Siegerin, die Schweizerin Stephanie Grob. Stephanie, Gratulation einmal zuerst. Danke vielmals. Am Donnerstag hast du noch gemeint, Potenzial nach oben. Ja, Stephanie, ein toller Trainingslauf von dir, B2 bis jetzt. Ja, schwierig gesehen ohne Sicht, aber ja. Aber ist gut gelaufen, Mama, ist das Erste. Ja, ja, schon noch Potenzial, aber ja, ist vielleicht jetzt ein bisschen mehr ausgeschöpft. Aber ein guter Lauf gewesen heute für dich. Warst du zufrieden mit deiner Leistung? Ja, also ich bin überall happy. Ja, es ist einmal gut. Ja. Und morgen geht's weiter für dich? Ja. Dann wünschen wir alles Gute und viel Erfolg und danke, dass du mit dabei bist hier bei dieser tollen Ski-WM in St. Anton und die Goldmedaille gewonnen hast. Danke vielmals. Gratulation. Danke. Ja, ein tolles Erlebnis heute für unsere Ski-Mädels bei der Ski-WM hier in St. Anton am Adelberg. Victoria, wie ist es dir gelaufen? Es war eigentlich ganz okay. Der obere Teil war gut, unten leider einen Fehler gehabt, aber im Großen und Ganzen hat es ganz okay gepasst. Magdalena, bei dir? Ja, bei mir war der obere Teil eigentlich gut, konnte ich zufrieden sein oben. Unten bin ich zu passiv und ein bisschen zu verhalten gefahren und das versuche ich, dass ich morgen besser da mache. Ja, sie werden es morgen besser machen. Und Lea, der Fanclub, der hat gejubelt. Hast du gehört, wie du ins Zielstadion reingekommen bist? Ja, auf jeden Fall habe ich ihn gehört. Ich habe mir gedacht, es war cool und ja. Echt cooles Erlebnis. Ja, und morgen geht's weiter für euch. Wir wünschen euch alles Gute, eine tolle WM noch und viel Erfolg. Dankeschön. Danke.